Herzlich willkommen, Leute, Folge 121 Monster Legends und heute gehen wir in die Teamkriege. Da haben wir gerade aktuell einen am Laufen mit der Teamkriegsregel Rare, Metall und Feuer. Und weil ich drei Rares habe und drei Angriffe über, denke ich, machen wir einfach mal die Angriffe für die Rares. Im Moment 124 zu 162, wir sind der 38 hinten. Hauptsächlich, weil wir gut und gerne fast 40 Angriffe weniger gemacht haben, was natürlich ziemlich mager ist. Schon wieder wegen Inaktivität so nach hinten zu rutschen. Unser Gegner ist deutlich schwächer als wir, aber eben deutlich aktiver. Und was soll ich machen? Ich muss offensichtlich aktiver damit werden, Inaktive aus dem Clan raus, aus dem Team rauszuschubsen. Um das Team aktiv zu halten, denke ich, suche mir jetzt sonntags immer denjenigen aus, der am inaktivsten ist und kick den, bis wir dieses Problem einfach los sind. Ne? Zwei Drittel der Angriffe, das ist, glaube ich, drin. Also sagen wir mal, drei von fünf sollten eigentlich drin sein. Von jedem. Ich mache ja mehr, ne? In beiden Accounts und einige andere Leute machen auch mehr. Und deswegen kann man natürlich auch vertragen, wenn das alle so drei von fünf schaffen könnten. Was nicht das Ziel ist, ist, dass jemand, der halt irgendwie eine Woche im Urlaub ist und deswegen nicht spielen kann oder sowas, gleich dafür bestraft wird, sondern es geht natürlich um die Leute, die langfristig inaktiv sind. Das heißt, es gibt immer einen kleinen Abgleich gegen die Gesamtaktivitäten der Leute. Das zeigt das Spiel ja wunderschön an. Und wenn ich dann merke, okay, er hat diese Woche nicht gezockt, aber ist sonst ganz fleißig, bleibt es natürlich drin. So, wir suchen uns mal einen ersten Gegner. Morgan Freeman höchstpersönlich. Habe ich es doch gewusst, dass der sich hier rumtreibt. Und, okay. Wir gucken uns als erstes, der Vorschlag ist, hier Schrumpeldei zu nehmen. Und wir nehmen auch als erstes die Schrumpeldei. Und schauen uns mal an, was der so drauf hat. Der kann vor allen Dingen den Lawinenschlag, ne, alle einfrieren, alle einen Ausdauerleck. Und das nutzen wir. Macht zwar keinen Schaden, aber die Runde, die man da zusätzlich als Bonus rausholt, ist natürlich extrem positiv. Dann setzen die aus. Okay, der Blitzer hier vorne, der ist auch derjenige, der letztendlich natürlich am unangenehmsten ist, ist gleichzeitig Erde. Gegen Blitz nicht wirklich viel hilft mit der Erde. Und ich muss ihn loswerden. Die anderen zwei sind, glaube ich, noch gefroren oder was? Einfrieren. Einfrieren. Die anderen beiden sind noch gefroren. Das heißt, ich kann eigentlich erstmal mit einem 1600. Alles andere ist schwach und macht deutlich weniger Schaden. Also gehen wir tatsächlich mit dem Past Right Tackle, mit der Metallattacke hier rein, machen den Schaden eben auf die ganze Gruppe. Soll mir recht sein. Da im Moment alle eh inaktiv sind, bei allen Gegnern Feuerschaden. 2000, die nehmen wir. Brauchen wir die Stilllegung noch nicht, die ja nochmal alle lahmlegt, lähmt, denke ich, ist es in dem Fall sogar, sondern die können wir uns noch eine Runde aufsparen und können jetzt erstmal gucken, wie werden wir ihn los. Er muss weg. 50% Chance auf Einfrieren und es würde ihn nicht rumhauen, aber ich mache es natürlich trotzdem. Und das Einfrieren kommt nicht. Das heißt, ich kriege einen kräftigen Schlag um die Ohren gehauen. Ein Donnergott sogar. Uiuiui, den Vampwirl hat es fast erwischt. Ja, ist nicht so angenehm. Ne? Sehr schweren Erdschaden. Den nehmen wir hier den Vanos raus, weil es geht. Die Stilllegung werden für eine Runde gelähmt. Sind sie beide nicht immun gegen? Machen wir also auf jeden Fall. Es geht um drei Münzen. Wir liegen eh hinten. Dann muss ich Münzen verdienen. Unbedingt. Nochmal ein Schneefallen. Epizentrum und alle Ziele lähmen. Aber gelähmt ist ja eh schon. Eine Festung aufbauen lohnt sich nicht. Dann nehmen wir den Drachen da oben, den Ao Long raus. Mit einer schönen Wasserattacke. Die letzten 141 Lebenspunkte sollten jetzt nicht mehr so schlimm sein. Wumm. Genau.
Und erwischt. So sieht's aus. Sieg. Habt das schön gemacht. Gucken wir uns den nächsten Gegner aus. Wo gibt's viele Punkte? 60, 46, 30. Spähen wir das mal aus. Wir müssen einen Rare nehmen. Ich denke diesmal Cristobal. Ich weiß bereits, dass die Nautilus läuft. Und dann nehmen wir den Fire Kong als Feuer mit. Er ist zwar völlig underleveled, sage ich mal, aber der Nemo wird es wahrscheinlich in dem ersten Zug machen, den er dran ist. Und Captain Silver sehen wir dann doch nicht wirklich viel. Aber was sein muss, muss sein. Beute wird Jäger oben drauf setzen. Genau, und dann kommst du noch dreimal dran, den Druckschlag. Und dann ist dieser Kampf auch schon beendet. Da kann man dann auch mal jemanden mitnehmen, der ein deutlich zu kleines Level hat, sage ich mal. Und was haben wir noch? 50, 30, 40. Spähen wir uns das aus. Nein, ich möchte keine Runen ausrüsten. Was für eine unsinnige Idee, ehrlich gesagt. Mein letzter Rare ist Sludger, der Schleimer. So habe ich ihn auch genannt. Oh. Nehmen Gridiron mit und den Freetle. Bei Feuer habe ich noch so ein bisschen Nachschubprobleme, sage ich mal. Macht aber jetzt hier nichts weiter. Und das habe ich 52 Low und er 52 mit dem Höchsten. Das heißt, dass eine Runde, in der Schleimer mal zeigen kann, was Schleimer so schleimt. Zeig uns mal Schleimer. Erstmal eine Mehrfach-Wasserattacke, die alle rausnimmt, die er trifft. Aber einen verfehlter, das muss man dann vertragen können. Im Zweifelsfall mittleren Erdschaden plus Schadensschub, sehr schweren Erdschaden und es nutzt nichts. Na gut, dann mit Schadensschub kommst du wahrscheinlich nicht mehr dran, aber eine Attacke muss ich ertragen, die verfehlt. Sehr schön. Ein Schild will ich nicht, ich will einen Lähmschlag mit Lähmung, genau. Und da haben wir 9 Münzen mehr, sage ich mal. Ich habe damit meine Angriffe komplett, 15 Münzen, 5 Angriffe, 133 zu 162, wir sind 30 hinten und 35 Angriffe hinten, also 35 Leute müssten nur eine Münze nach Hause nehmen oder 10 Leute jeweils noch Angriffe machen. Es ist sowas von drin, das zu gewinnen. Wir stehen so viel besser da. 6 Stunden noch. Mal sehen. Ich bin gespannt. Sehr sogar. So, ein bisschen Zeit haben wir in der Folge noch. Wir haben die Rares im Teamkrieg gemacht. Das war schön. Jetzt gehen wir noch auf die Abenteuerkarte. Da steht uns ein Zwischenboss bevor. Den schaffen wir, glaube ich, auch noch. Aber erst kommt nochmal Blitzmetall, eine zweite Welle auch Metall und Blitz und Metall und Dunkelheit. Relativ unangenehm, was hier auf der Karte los ist. Ich habe wieder ein paar Sterne nachverdient. Deswegen die Legis da vorne. Blitz, Metall und Dunkelheit. Gegen Dunkelheit würde Licht helfen, aber Licht habe ich nicht wirklich. Gegen Metall hilft Metall. Kann man machen natürlich. Oder Magie hilft mir gegen Metall. Da setzen wir also den Rudelf ein. Gegen Blitz hilft Erde. Erde kann ungefähr jeder. Nehmen wir so einen Sully mit. Und ich könnte noch mir einen Heiler gut vorstellen. Und dann haben wir ein Team zusammen. Ziemlich viel Wasser gegen ziemlich viel Blitz, aber schauen wir uns an, was wirklich passiert. Shake me up before you go go. Alle negativen Statuseffekte und Schadensschub und 30% heilen sparen wir uns noch eine Runde natürlich. Sich selbst heilen. Na, Präzision und Schadensschub auf den Rudelf. Ich denke, damit steigen wir ein. Dann kann er sich hier gleich um den Hyperion kümmern, wenn möglich rausnehmen. Ist nicht möglich, absolut nicht möglich, aber einen von seinen Helfern könnte er rausnehmen. Macht er das. Nehmen wir einen Helfer raus.
sind wir wenigstens den los. Supersäge. Okay. Okay. Schutz oder Frostbeule. Den Hyperion festhalten. Ist auf jeden Fall angenehm. Du kannst jetzt hier mal alle negativen Statuseffekte von Zielen, einen Schadensschub und alle heilen. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. So sieht's aus. Kleines bisschen Musik zwischendurch. Alle kriegen eine ordentliche Heilung verpasst. Jetzt mit Schadensbonus, Präzisionsbonus hat er noch gehabt. Und ich nehme den zweiten Helfer raus. Hyperion ist ja eingefroren. Von dem ist also nichts zu befürchten. Ich kann mich auf die zweite Welle vorbereiten. Ihn nochmal einfrieren am besten. Klappt. Mit Schadensschub. Er muss eigentlich nur sich selbst heilen. Dann heilt er halt nur sich selbst. Das kann er mit einem Angriff. Und das macht er auch ganz gut. Und da stehen wir jetzt den beiden Dunkelheitstypen gegenüber. Schadensschub haben immer noch alle. Negative Effekte brauche ich nicht loswerden. Wir gucken mal in den Gegenständen. Weil es so schön ist. Giftdrüse. Vergiftet einen Gegner für 15.000. Kann man sich öfter leisten. Verwenden wir einfach eine und vergiften Mecharusu hier vorne. Vergiften habe ich ja nicht mitgenommen. Und mein Kiboko ist ja letztendlich zuständig für genau solche Jobs. Okay, Schaden reicht nicht, um jemanden rauszunehmen, aber vielleicht reicht es dann mit der Vergiftung zusammen. Na, reicht nicht, aber ich denke, da fehlt nicht mehr viel. Okay, Kiboko muss aussetzen. Kriegt noch ein paar ordentliche Klingen um die Nase gehauen. Zali auch. Kommt jetzt mit Bonusschaden rein, macht den Schutz. Ja, bauen wir ein Schild auf, warum nicht? Ja, hatten wir das Thema, du musst aussetzen. Und ich kriege auch keinen zweiten Tod. Ich muss also nochmal zwei Attacken über mich ergehen lassen. Sieht aber gut aus. Nur noch nicht ganz sicher, dass ich auch alle drei mit nach Hause nehme. Obwohl jetzt wird es zu langsam. Langsam, aber sicher sieht es extrem gut aus. Also einen einfrieren. Den mit den meisten Lebenspunkten am besten. Heilung. Sully wird geheilt, kriegt auch Präzision, weil es so schön ist. Den kleineren rauskicken. Und da kannst du im Frost hängen. Und jetzt werde ich dich hier runterbuddeln und wenn möglich gleich nochmal einfrieren. Also Frostbeule drauf. Den Slayer drauf. Und jetzt ist es ja eigentlich nur noch der Zauber der Erschöpfung. Weg ist er. Und dann gucken wir uns inzwischen Boss an. Um den geht es ja. Oh, fast 3 Sterne. Das war aber knapp. Fast 3 Sterne. Und dann gucken wir uns inzwischen Boss noch an. Der ist natürlich wahrscheinlich am interessantesten. 350.000 springen aus dem Glücksrad mittlerweile, wenn Gold kommt. So, dreimal Metall Legi. 7 Gems gibt es zu holen. Wir ändern das Team. Wir bleiben auf jeden Fall beim Rude Elf. Magie ist extrem gefragt. Was hätten wir denn noch an Magie anzubieten? Na, die anderen beiden sind noch bei Level 50 und 55. Das bringt noch gar nichts. Das heißt, Magie ist schon mal erledigt. Wir nehmen mal, lassen den Kiboko stehen und nehmen den Ekel von Edsmolch da rein. Ja, das machen wir. Wir nehmen den Heiler und den tollen neuen Ekel und schauen mal, was die bringen. Metall ist gut gegen Licht, also eigentlich stark gegen Kiboko. Das ist ein bisschen gefährlich an der ganzen Sache.
Aber so muss man das offensichtlich ertragen. Erstmal gibt es Präzision und Schadensbonus. Die drei Ultrabots hier haben keinen Bonus auf ihre Lebenspunkte, sind nur Zwischenbosse. Was im Zweifelsfall natürlich extrem angenehm ist. Dann gucken wir mal, rauskicken einfach so ist aber trotzdem nicht drin. Also Zauber der Schöpfung auf den ersten. Hohen Wasserschaden und ein zufälliger negativer Effekt. Wie war das? Hohen Naturschaden, alle positiven Effekte und Energie weg. Das ist unwichtig. Ausdauer bei allen Verbündeten wiederherstellen und das Magnetisieren wegnehmen. Hohen Wasserschaden und Vergiften. Also ich denke, wir machen die Gullis. Wir gucken uns an, was Lustiges passiert. Betäubt, naja, ist jetzt nicht so der Hit. Dann nehmen wir ihn raus. Heil mich selbst, was ganz angenehm ist. Dann lähmte mir das Nilpferd. Boah, macht nochmal richtig übel Schaden auf den kleinen Bruder. Das gefällt mir nicht so gut. Also den zweiten Helfer. Jeder liebt den Hypnofrosch. Jeder liebt den Hypnofrosch. Jetzt gibt es zum Ausgleich eben auch einmal Aussetzen für verfehlt. Verfehlt. Das war's mit dem Nilpferd. Verfehlt, verfehlt. Explosive Drohne, der schadet sich selbst. Das ist natürlich angenehm. Das soll er so ruhig machen. Zauber der Schöpfung auf den Chef. Reicht noch nicht mit dem Minus an. Hohen Wasserschaden und Vergiften. Eventuell, aber auf jeden Fall rausnehmen. Ich denke, da sind wir so gut wie fertig hier, ne? 15.000, 13.000 kriege ich. Was der Ultrabot nicht kann, ist heilen. Aber er nimmt mir den Rudelf raus. Da muss die Hypnokröte das hier ganz alleine hinkriegen. Und das schafft sie natürlich auch, ne? Okay, so viel zum Zwischenboss. So viel auch zu der Folge. Ich würde sagen, werdet aktiver, wenn ihr zufällig in meinem Team seid und das hier guckt und im Teamkrieg durchaus ein bisschen mehr leisten könntet. Also zukünftig werde ich da noch ein kleines bisschen härter durchgreifen, auch durchgreifen müssen, denn Team bedeutet eben nicht nur Spenden bekommen, sondern Team bedeutet eben auch gemeinsam Teamkriegsmünzen verdienen. Ich möchte meinen General auf Stufe 130 bringen und brauche diese Münzen. Ich weiß, dass andere Leute in diesem Team das auch wollen und ich möchte nicht, dass die Aktiven rausspringen, weil nichts passiert, sondern ich möchte, dass die Inaktiven rausfliegen, weil sie eben nichts leisten. Und deswegen sage ich mal, 3 von 5 sind Pflicht. Wer die nicht bringt und inaktiv wird, der fliegt. Wer sie langfristig aber hält, der kann sich auch mal 1, 2 Wochen Inaktivität erlauben, dann passiert dann nichts, soll auch nichts passieren, ist ja nicht das Ziel, die Leute einfach nur wahllos zu kicken, sondern eben, ja, diejenigen, die zum Spendenanfragen im Team sind, stehe ich nicht so drauf. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Bin gar nicht so finster im Großen und Ganzen. Wünsche euch viel Spaß heute und sag mal bis Peter, ciao.